Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 15. März 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne, die gesamten Sonnensystem, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre. Ein platonischer Monat etwa 2.000 Jahre. Das, was die Mayas auch berücksichtigt haben in ihrem Kalendersystem. Und sie haben auch bestimmt, dass Dezember 2012 betreten wir in einen neuen platonischen Jahr, beginnt die Wassermann-Zeitalter. Davor waren wir noch in Fischenzeitalter. Nun, das wird berücksichtigt, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, anderes ist als in westlichen Horoskopen. Suraya ist die Sonne in indischen Mythologie und jetzt wechselt die Sonne den Tierkreiszeichen. Die wahre Bewegung macht eigentlich gar nicht die Sonne, sondern die Bewegung macht unserem Planet Erde. Und das bedeutet, unserem Planet Erde bewegt sich jetzt in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und für unsere Wahrnehmung scheint aber so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Das ist die Scheinbewegung, die Sonne, aber astrologisch sagen wir, die Sonne bewegt sich ja ab heute in Tierkreiszeichen Fischen. Ich setze Suraya oder die Sonne in Tierkreiszeichen Fischen. Die Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt uns die Monatsthemen. Monatsthema ist diesmal die Tierkreiszeichen Fischen. Und wir können vieles da lernen. Dieses Sternbild besteht aus zwei Fischen. Auch astronomisch wird genannt als südlichen Fisch und nördlichen Fisch. Alp Perg heißt die Stern, die beiden Fischen miteinander verbindet. Es ist Wasserelement und die Fische schwimmen im Wasser. Die Frage ist, in welche Richtung? Die eine Fisch zeigt Unsicherheit, Angst, Selbstmitleid, versinkt auch in Selbstmitleid, andere leiden auch mit und die Richtung, und dazu gehören einigen Fischengeborenen auch Genießendes auch. Ich habe das ein bisschen übertrieben. Die andere Richtung ist die richtige Richtung. Und da nehmen wir die Neptun-Energie wahr. Und Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen, Jupiter auch, aber Neptun auch. Neptun bedeutet ein Traum, eine Vision. Wir brauchen erstmal einen Traum. Und dann haben wir mal eine Vorstellung, was möchten wir erreichen in unserem Leben. Wenn wir da die Aufmerksamkeit lenken, dann senden wir Energie und Energie verdichtet immer mit Materie. Und das ist die ganze Geheimnis. Und das ist nur eine Übung. Jeden Tag 10 Minuten in unseren Vorstellungen bleiben,
dann lenken wir die Aufmerksamkeit, dann lenken wir Energie, das verdichtet sich und wenn wir das glauben und wenn wir daran vertrauen, dann wird das Realität. Und dieses Geheimnis ist in Tierkreiszeichen Fischen verborgen und das ist auch der Reichtum, auch das innere Reichtum, was die Tierkreiszeichen Fischen auch zeigen. Und das Ende, das Tierkreiszeichen Fischen in diesem Bereich befindet sich Achenar, das Ende des Flusses, wenn wir das Fluss des Lebens vertrauen. Und wir haben Ziele und wir glauben daran, dann entdecken wir, ach na, das ist wie ein Brunnen und da sprudelt etwas. Und das erleben wir auch in unserem Inneren, das ist die Quelle unserer Intuition. Wir müssen nur uns inspirieren lassen. Und genau das, diese Kreativität, das, was die Tierkreiszeichen Fischen uns belehrt, und das ist das Monatsthema, was die Sonnenbewegung uns zeigt. Ich werde diesen Monat einige Male das erzählen. Mond bewegt sich in der Tierkreiszeichen Zwillinge. Soma ist die Sanskrit-Name. Aber es gibt nochmal einen Namen für Mond, Chandra. Chandra bedeutet der Mond, aber Soma steht auch in Verbindung zum Mondenergie. Soma bedeutet aber auch Göttertrank, Verleiht, Unsterblichkeit. Das ist die Lebenselixier, so wie das die Mythologie auch beschreibt. Nicht nur die indische Mythologie, sondern auch die klassische griechische Mythologie. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie und steht in einer Verbindung zum Mars. Mars ist aus diesem Energie entstanden. Man könnte sagen, das ist der Vater des Marses. Mars bewegt sich in den Tierkreiszeichen wieder. Und Mars fühlt sich sehr wohl im Widder, weil Mars ist hier zu Hause, kann sich voll und ganz entfalten und diese Mars-Energie unterstützt uns gerade bei Neuanfang. Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, aber wird mit 1D geschrieben. Ich habe keine Karte für Merkur, für Buddha, sondern ich habe hier Buddha mit 2D geschrieben und das bedeutet schon das Erleuchtung, das Erleuchtende. Ich setze aber trotzdem mit Merkur in Verbindung. Merkur ist rückläufig und kehrte zurück zum Wassermann. Also über die Grenzen gegangen und kehrte zurück. Und aktiviert hier Themen von Vergangenheit. Merkur ist für Handlungen und für Kommunikation. Und bei dieser Rückläufigkeit bedeuten Themen von Vergangenheit. Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Indra bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter oder Indra ist im Skorpion. Skorpion gehört auch zum Wasserelement. Jupiter vergrößert immer etwas. Also das kann bedeuten, dass wir sehr emotional sind. Eine oder andere von uns übertreibt vielleicht zurzeit etwas. Aber Indra oder Jupiter bringt auch Glück und sorgt für Gerechtigkeit. Und Jupiter meint damit die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Aber Jupiter öffnet unseren Augen auch auf den Ungerechtigkeiten und das, was Merkur gerade auch anspricht, weil die beiden stehen in einer Spannung. Jupiter und Merkur, eine Verbindung, eine Spannung, eine Herausforderung.
Und das handelt sich um Gespräche, Kommunikation und viel Ungerechtigkeit kommt gerade in Vorschein. Lakshmi ist diese Schönheit, steht mit Venus in Verbindung und Venus oder Lakshmi bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Steinbock. Und hier vertritt sich die Erde-Element und das bedeutet Realität, Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit. Und das ist die Grundbedürfnis in die Liebe-Partnerschaft. Immerhin ist Venus die Liebesplanet. Aber zeigt uns Frauen auch etwas und das ist die Steinbock-Energie. Ich nenne die Tierkreiszeichen Steinbock wie ein Stück Erde von paradiesischem Zustand. Wie komme ich da drauf? Saturn herrscht über die Tierkreiszeichen Steinbock und Saturn herrschte damals im goldenen Zeitalter in paradiesischem Zustand. Und Saturn steht auch in enge Verbindung zum Erde-Element. Und hier Steinbock zeigt uns etwas sehr, sehr Wichtiges. Wenn wir Ziele haben, egal wie hoch dieses Ziel ist, und wenn wir konzentrieren uns auf unsere Ziele und wir geben das nicht auf, egal wie steinig diesen Weg erstmal uns erscheint, dann erreichen wir das auch. Und wenn wir unsere Ziele erreichen, was unseren Wünschen entspricht, dann haben wir ein Stück paradiesische Erde in unserem Leben. Und das sind die Schritte, die sieben Schritte und das zeigt uns Pan. Pan, diese Naturgottheit, steht auch in Verbindung zum Steinbock. Panflöte kommt daher, aber Panik von, kommt auch von dieser Naturgottheit Pan. Was für mich wichtig ist zum Beschreiben, Pan zeigt die Schritte, die sieben Jahre Schritte, die Zielerreichung. Und nur so können wir wirklich das verwirklichen. Und das zeigt uns Frauen etwas gerade. All das, was wir wünschen, all das, was wir als Ziel setzen, kommt in Realität. Erde entspricht die Realität. Skanda steht in Verbindung mit Saturn und Saturn oder Skanda bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze und belehrt uns. Was belehrt uns Saturn? Das, was die Schütze zeigt, die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Energetisch hier sind unsere Wünsche beschrieben. Mit Saturn endet die persönlichen Planeten. Und wir schauen die Elemente, wie verteilt sich das alles. Mars, Saturn im Feuerelement. Venus ist im Erdeelement. Mond, Merkur im Luftelement. Und Sonne, Jupiter im Wasserelement. Also diese Elementenverteilung ist ziemlich ausgeglichen. Und das zeigt uns eine gewisse Harmonie für den heutigen Tag. Jetzt kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder, bringt Umbrüche und Veränderungen im Leben. Das spüre ich selbst. Ich bin in Tierkreiszeichen wiedergeboren und ich habe gerade einen Uranus-Transit. Uranus ist exakt auf meine Sonne gerade und ich spüre, dass es Veränderungen da sind. Uranus löst schon einiges aus. Aber ich bin nicht die Einzige, sondern viele Wiedergeborenen sind gerade damit betroffen. Neptun zeigt unseren Träume und das in Tierkreiszeichen Wassermann und löst auch etwas aus, zeigt unserem Träume, unserem Fantasie und durch die Wassermann-Energie kommt noch dazu die Ideenreichtum, dass wir unseren Träume leben und kommen wir zu neuen Ideen und das zeigt unserem kreativen Seite. Pluto zeigt unserem inneren Kraft.
Wir können aber in diesem Kraft erst dann bleiben, wenn wir nicht zulassen, dass irgendwas oder irgendjemand diese Kraft raubt. Dann haben wir diese Macht über uns selbst, über unseren Gedanken, Gefühlen, über unserem Leben. Und das belehrt uns Pluto. Und Pluto zeigt es in erster Linie bei den Schützengeborenen. Pluto bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Jetzt noch die Verbindungen, die Jupiter- und Merkur-Spannung habe ich gesagt. Ungerechtigkeiten werden angesprochen. Venus steht mit Neptun in einer sehr schönen Verbindung. Das ist die Kreativität und das leben wir auch nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch beruflich. Viele Menschen mit diesem Venus-Neptun-Energie können sich beruflich wirklich verwirklichen, auch in Selbstständigkeit, auch bei kreativen Berufen. Eine wundervolle Energie. Und jetzt zu Maya-Kalender. Die Mayas haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet und auch die kosmischen Einflüsse, die Bewegung Sonne, Mond und Sterne beobachtet, auch die Fixsternhimmel beobachtet. Und sie haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Leider ein Teil wurde durch die Inquisition zerstört, aber immerhin ein Teil ist noch geblieben. Und ich möchte das näher bringen, auch wenn das erstmal ein bisschen fremdartig erscheint für uns. Trotzdem ist da sehr viel Präzision dabei. Im Maya-Kalender gibt es Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Ist auch die heilige Zahl der Mayas. Es ist so ähnlich wie bei uns die 7-Tage-Wochen. Wir befinden uns gerade in 8. Welle und das gehört gerade zum Erde-Element. Also wir erleben, die Bedürfnisse haben wir gerade nach Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen, Materie, Finanzen sind gerade auch wichtig. Oder möchten wir erreichen, dass unsere Träume wahr werden, dass wir in Realität auch umsetzen. Erde-Element hat auch mit Realität etwas zu tun und zeigt uns auch Bodenständigkeit. Diese 8. Welle hat um 12. März begonnen und dauert bis 24. März 2019. Und das ist die Welle, die Entwicklungswegen. Wir verbinden uns mit unserem Lebensweg. Wir erkennen gerade, wo ist unsere Bestimmung, wo ist unser Platz im Leben und wie können wir unsere Ideen in Tat umsetzen. Was ist unsere Lebensaufgabe? Und gerade stellen wir die Frage, wie geht es weiter? Wir müssen die Hindernisse aufräumen. Und dann kommt auch Heilung, kommt auch Glück und auch ein Aufstieg. Das ist das Thema in dieser Woche, in dieser Maya-Woche. Und im heutigen Tag sind wir im 4. Tag dieser Welle und steht dazu die Zahl 4. So haben die Mayas das gezeichnet. Und die Zahl 4 bedeutet Struktur. Das hat Hand und Fuß. Und zeigt Ordnung, Stabilität, ein Fundament. Auf diesem Fundament können wir bauen. Aber die Zahl 4 zeigt auch die 4 Jahreszeiten, die 4 Elemente als Ganzes und die 4 Himmelsrichtungen. Die heutige planetarische Kraft ist Men und bedeutet übersetzt Adler. Ein Überblick zum haben über etwas, ein Weitblick, damit wir die Zusammenhänge erkennen können und unseren Augen öffnen auf die Weite, aber unseren Augen auch öffnen auf unserem Inneren. Die Mondenergie ist Imisch.
Imisch bedeutet übersetzt eine Drache. Diese Drache, das kommt immer wieder vor in allen Kulturen, in allen mythologischen Geschichten, symbolisiert erstens die Weltendrache, aber auch die Angst. Und das ist das Erste, auch bei jedem Neuanfang, dass wir die Angst überwinden. Weil die Angst ist die größte Stolpersteine in unserem Leben. Und das zeigt auch dieser Imisch, dieser Drache. Und wenn wir die Angst überwunden haben, dann haben wir das Urmeer, das Urvertrauen, wo wir Geborgenheit finden. Und diese Energie, diese Maya-Symbol zeigt Intuition, unserem inneren Stimme und Empfängnis. Das ist eine weibliche Energie, zeigt das Urmeer, das Urvertrauen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die männerähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund, woran liegt die Hund begraben, oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so? Und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.